It's time for World Underground Wrestling. Also, ich ersuche das Publikum um etwas Ruhe, damit Zultanov seine Ankündigung verkündigen kann. Ich glaube, er redet erst dann, wenn alle da ruhig sind, wie er so kennt. Der Mirko sagt, Gusch. Liebe Genossinnen und Genossen. Liebe Idiotinnen und Idioten. Mein Name ist Zultanov. Bist du? Und ich bin heute hierher gekommen, mein Damen, zu zeigen, was ich kann. Hast du die aufschießt, Alter? Doch dafür benötige ich einen Gegner, der würdig ist, mich nicht zu fallen. Ein Gegner, der gut kämpft. Ein Gegner, der groß und stark ist. Ein Baum, den ich fallen kann. Und dieser Gegner ist niemand anderes als der Lila Power. Meine Ohrfeige! Zurück zum Zirkus, du Affe! Invasion der russischen Eierköpfe? Yeah! Alter, ich sag's euch. Hast du das so auswendig gelernt? Das ist Joe Biden, der ist nämlich super. Sehe ich auch so. Zultanov, ich weiß nicht, was du uns damit jetzt beweisen willst, ob das bei dir in Vladivostok so ist, dass man die Girls einfach von hinten attackiert. Hättest du nicht Vladivostok? Ja. Und bist du ungebildet. Aber bei uns da im Keller geht das gar nicht, du dumme Nuss. Außerdem ist uns das eh scheißegal, weil Selina Power und Joe Bravo sind immer ready for Fetzerei. Yeah! Oh oh, anscheinend ist noch ein anderer auch noch ready for Fetzerei. Kampf! Es schaut aus, als was ein Handicap-Match, das heißt, das Handicap liegt aber, glaube ich, bei Selina Power und Joe Bravo, oder gut. Naja, Platsch hat's gemacht und unten liegt sie, haben wir. Noch vorbei ist auch daneben. Dropkick! 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 Na, Kick! Super Kick! Der steht, nein, jetzt steht er nicht mehr. Das musst du mal aushalten. Das ist so einfach, ist mir doch nicht den Sultanov. Schöner Ghetto-Blaster. Na, wie fühlt sich das an, Sultanov?
Nicht die Einrichtung zerstören, es sind eh schon da drei Löcher drin. Ja, man darf noch Ansatz für einen Double Suplex. 1, 2, super! Nochmal, 1, 2, knapp vorbei! Ja, da sieht man halt die Überlegenheit vom Sultanov. Doppel-Close-Line und auf Wiedersehen. Na ja, ich meine, der Sultanov ist allein mindestens genauso schwach wie die zwei Zahn. Drogenschütz. Und abgelegt. Wir daran zwei. Er tut zwei, ja. Ja, aber trotzdem, Selina und Joel Bravo sind eingespielt, die sind ein Mixed Tag Team. Ich wollte gerade sagen, eigentlich könnte man das abkürzen und dann bereiten. Ja, ich habe leider seine Kunstwörter nicht verstanden. Er führt die Revolution an, wenn ich mich richtig erinnere. Er ist eine Fußnote in der Revolution! Hört seinen! Okay. Naja, jetzt habe ich aber nichts gehört. Naja, aber er hat es gespielt, also das ist ja das Einzige, was gezählt. Ja, also, der Bravo ist ziemlich, Bravo ist immer fertig. Ich meine, die Frage ist, da liegt der andere auch die ganze Zeit umeinander. Schöner European Uppercut. Schmerz. Also ich hätte dann Hals weh. Oh, illegal! Referee! Bravo! Ihr feiert den Sultanov an und Bravo! Super! Das finde ich toll von euch! Endlich aber keine ausländerfeindliche Kritik hier! Man merkt die ehemaligen Bravo-Leser! Ich war aber immer Rennbahn-Express-Leser, muss ich dazu sagen. Gibt's denn überhaupt noch? Keine Ahnung. Also mir daran zum Unterarm weh. Oh oh, jetzt daran mein Gesicht. Jetzt daran mein Gesicht weh. Ja, obwohl er alleine kämpft, ich glaube, die Vorteile liegen eindeutig beim Moment. Sultanov ist wie alleine. Bin euer Gott. Na jo. Ja, ich weiß nicht. Also. Hätte ich gesagt, Schöpfer hätte ich ans Kochen doch. Du bist unser Wodka-Verkäufer, mehr nicht! Saufst du einen Wodka? Oh, kombinierter Bodyslam genau auf den Arm. Da kann der Arm gebrochen sein. Eins. Ja, bis der Selina kassiert. Aber sieht halt zurück aus, das verblüfft mich. Er war fast in die Eier. Ja, ja, räumt auf dazu. Ich habe ja gesagt, das Handicap-Match ist eigentlich andersrum gemeint gewesen. Aber gut. Ein Armlock. Ich glaube. Kann jetzt gleich vorbei sein. Ich glaube. Noch keine Aufgabe. Du gibst auf in Wirklichkeit. Ja, aber das ist kein legaler Griff. Eigentlich ist es kein legaler Griff, aber es ist im Sultanov wurscht. Platsch hat's gemacht und unten ist er. Sie, Entschuldigung. Zwei. Ja, da liegt zwei Boden, schau es an. Mit dir, Baby, schreibt mich fertig. Selina Bauer gibt einfach nicht auf. Du hast jetzt Power mit welchem B gesagt. Ein Heidbart und Selina Bauer, Papa. Power, nicht Power. Übrigens. Ja. Und nochmal ein Armbar. Übrigens, Onkel Schiri. Onkel Referee, da spielt's auch Action. Komm, bravo, bravo, bravo. Da endlich liegt er am Boden. Aber nicht lang. Er steht schon wieder. Super Kick, super Kick. Doppel-Super-Kick!
Ja, irgendwas müsste ja quasi anders einfallen lassen. Nein, ja, voll nicht. Also damit habe ich jetzt nicht mehr gerechnet. Wahrscheinlich ist er über seine Schuhe gefahren und gestolpert. Bitte nicht verwechseln, Joey Bravo ist nicht der Sänger vom Bilderbuch. Schöne Aktion! Und wieder unter Ausdruck. Die stärksten Bauchmuskeln! Moment. Deine sieht man nicht. Die sind verdeckt. Ja, von einem T-Shirt. Oder was willst du damit anders? Jetzt! Double Suplex! Oh, jetzt hat er funktioniert, der Double Suplex! Ja, die sind halt wirklich ein eingespieltes Team, die zwei. 3, 4, 5, 6, 7. Wieso zahlst du eigentlich beim Sultan noch viel schneller als bei den anderen? Das verstehe ich jetzt nicht. Aber jetzt macht das taktisch richtig. Er nimmt die Auszeit. Solange sie mein Bier nicht nimmt, ist mir das wurscht. Fokussiert sich wieder. Sammelt sich, um wieder ordentlich anzutreten. Also mir da noch weh. Doppelt gemoppelt. Brüntorsch! Arm der Joey Bravo! Mit dir bin ich noch nicht fertig! Oh, das war das K.O. für Selina Power! 2, 3, 4! Ich glaube, der Selina ist nicht mehr zum Helfen. Schulterblock von dem massigen Sultanov. Schreit es Aua oder Power, das verstehe ich nicht. Ah, ein Aufgabegriff. Aufgabe! Sieger dieses Kampfes! Nach 9 Minuten Kampfzeit! Durch Aufgabe von Joe Bravo in einem Armbar. Sorry.